Lasst uns heute über Niacinamid sprechen. Viel Spaß! Niacinamid ist nichts anderes als Vitamin B3. Niacinamid verringert den Wasserverlust der Haut. Unser Körper kann Vitamin B3 leider nicht selbst herstellen. Niacinamid verhindert Hautschäden, die durch freie Radikale verursacht werden und die uns altern lassen. Niacinamid ist weder licht- noch temperaturempfindlich. Von Natur aus kommt Vitamin B3 in Pilzen, Sonnenblumenkernen und Erdnüssen vor. Es erhöht die Bildung von Keratin in unserem Körper. Keratin macht deine Haare beispielsweise elastisch und widerstandsfähig. Die Ceramidbildung wird durch Niacinamid angeregt. Ceramide sind Fette, die unsere Hautbarriere schützen. Bei reifer Haut verbessert es die Oberflächenstruktur. Niacinamid wirkt Pigmentflecken entgegen. Bei fettiger Haut reguliert es die Fettproduktion. Bei 4% Verdünnung zeigt sich sogar eine entzündungshemmende Wirkung. Unter Verwendung von Niacinamid beruhigt sich sogar empfindliche Haut. Seine beste Wirkung weist Niacinamid in Formulierungen mit hohem Wassergehalt auf, wie beispielsweise Gesichtswasser, Lotions oder Gele. Niacinamid ist in Kombination mit Hyaluronsäure ideal. Niacinamid erhöht die Hautelastizität und vergrößert die Poren, schrumpfen wieder, sofern diese nicht genetisch groß sind. Auf Niacinamid bin ich aufmerksam geworden durch den Kanal Inkipedia. Hab's aber dann wieder so ein bisschen ignoriert, wenn ich ehrlich bin. Falls ihr die Shenya nicht kennt, ich verlinke sie euch mal unter dem i. Und dann kam der liebe Leon von X-Skincare und der hat die Tischmitten-Video gemacht und da kam dann plötzlich wieder das Niacinamid zur Sprache. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen und habe mir dann ein Serum mit Retinol und Niacinamid gekauft. Ich verlinke euch übrigens mal unter dem i meinen Ordner mit den Inhaltsstoffen. Da gibt es jetzt auch ein Video mit Retinol, das habe ich erst vor kurzem gemacht. Und habe dann sehr schnell festgestellt, dass ich weniger fettige Haut habe. Also auch, dass die Poren irgendwie sich verändert haben und du eine viel elastischere Haut hast. Und ja, ich probiere jetzt gerne noch weiter mit diesem Inhaltsstoff aus. Habe mir jetzt auch Produkte mit Niacinamid gekauft, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie viel Niacinamid in meinem Produkt jetzt steckt. Es ist zwar relativ weit oben in der Inhaltsliste aufgelistet, aber wie viel es jetzt genau ist, weiß ich leider nicht. Aber falls ihr das Produkt von Paula's Choice mal probieren möchtet, das ist auf keinen Fall vegan, leider. Aber ich werde euch auch Paula's Choice mal unten verlinken. Da findet ihr auch meine ganzen Quellen, auf die ich mich diesmal bezogen habe. Es sind 3 an der Zahl. Ja, guckt ihr mal den Ordner unter dem i an. Da habe ich bereits schon ein paar Inhaltsstoffe besprochen. Wichtige Inhaltsstoffe auch wie das Mikroplastik. Einfach mal angucken. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.